softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no... Jwala, du stehst jetzt vor deinem Ferienhaus, was du den Gästen zur Verfügung stellst. Ich habe es auch schon von innen gesehen. Und ich würde mich freuen, wenn du das mal kurz vorstellst. Wie lange gibt es es und was macht dein Ferienhaus so besonders? Naja, das Ferienhaus ist ein altes Tiroler Mittelflurbauernhaus, was unter Denkmalschutz steht. Das haben wir im Jahr 2000 renoviert. Und er steht an einem Kraftplatz. Und der Kraftplatz ist deswegen ein Kraftplatz, weil hier auch ein uraltes Schlössel steht, in dem leben und wirken wir, mein Mann und ich. Und man sagt, dass hier Keltenreiche sich damals hier getroffen haben. Hier ging eine Grenzlinie durch und da haben sich die Keltenreiche oder die Keltenstämme getroffen, was natürlich nicht mehr nachzuvollziehen ist. Auf jeden Fall ist das ein wirklich kraftvoller Platz, der uns im Jahr 2000 gerufen hat. Wir sind dem Ruf gefolgt und wir hatten immer die Vision, dass wir Menschen hierher kommen lassen, die bei sich selbst ankommen wollen, die eigentlich ihr eigenes Neuland, wie wir das hier auch nennen, erforschen und finden wollen. Und das ist ja genau in dieser Zeit jetzt so dringend notwendig, dass wir Plätze haben, physische Plätze, wo wir hingehen können, wo wir Mensch sein können, wo wir als Mensch erkannt werden. Und wo wir einfach Raum haben, uns zu entfalten, uns von Herz zu Herz zu begegnen. Und das ist so ein Ort, den wir hier geschaffen haben. Es sind natürlich immer wieder Leute, die fragen, können wir das Haus nicht ganz mieten? Und wir sagen, nee, geht gar nicht. Wir wollen das wirklich für die Menschen frei halten, die temporär herkommen. Wir haben auch einen Verein, also man kann auch über den Verein buchen. Kann das auch als für Seminare nehmen oder für Mädels-Treffen oder für Familientreffen mehreren Generationen. Wir haben immer wieder Familien da, von der Oma bis zum Hund, die ganz glücklich sind, die auch wiederkommen. Und wir haben das natürlich sehr schön und liebevoll eingerichtet. Das ist jetzt kein normales Hotelkonzept oder Ferienhauskonzept, wo alles zusammenpasst, sondern es ist im Ganzen ein harmonisches Ganzes und du hast ja schon Fotos gemacht oder Filme, das werdet ihr sehen, wenn ihr durch die Räume geht mit Conny und ja, man kann sich hier einfach total wohlfühlen. Super. Es ist für bis zu 8 Menschen gedacht, dann ist aber wirklich jedes Zimmer mit 2 Leuten belegt sozusagen und wir verrechnen nach Personenanzahl, das ist also bis zu 8 und je weniger Menschen, desto günstiger ist es natürlich. Und es ist trotzdem bei 8 Leuten, ich glaube 290 Euro die Nacht, klingt jetzt viel, aber wenn du das natürlich aufteilst und siehst, wie viel Raum und Platz du da hast, dann ist es natürlich wunderbar. Ja, ja. Ganz genau, so sehe ich das auch. Genau. Habt ihr das von Anfang an schon, war das euer erstes Projekt oder habt ihr erst euer eigenes Wohnhaus sozusagen zurecht gemacht? Naja, wir haben damals beides zusammen gleichzeitig renoviert und wir hatten die erste Planung so, dass wir dort im Bauernhaus unsere Büroräume hatten. Das haben wir also als Büro unten im Untergeschoss und oben hatten wir ein Tagungszentrum. Ah.
Da war natürlich auch eine kleine Küche, aber die war mehr als Cafeteria, so einfach für einen Tee zu trinken und ein Besprechungsraum und das große Wohnzimmer, was damals ja auch ganz klar Seminarraum war. Und wir haben gesehen, diese Tagungsgeschichten, das ist einfach nicht das Richtige. Und so viele Büroräume haben wir auch gar nicht gebraucht. Also wir haben uns dann wieder neu erfunden, wobei das ursprünglich meine Idee war, das Ganze zum Ferienhaus zu machen. Mein Mann hatte andere Pläne, wir haben dann erstmal seine umgesetzt. Und wie es dann oft so ist, ist es dann bei meinem Plan gelandet letztendlich. Und es ist genau das, was uns hier auch total erfüllt und glücklich macht, wenn Menschen herkommen, die einfach sagen, oh, hier fühle ich mich einfach total zu Hause und gesehen und hier kann ich richtig auftanken. Ja, so. Ja. Sehr schön, wunderbar. Ja, ja, ich werde euch gleich die wirklich mit Filmchen und Bildern durchs Haus führen und würde mich jetzt ganz... Ah, nee, ein wichtiger Punkt fehlt noch. Ja. Was macht denn diesen Ort aus? Was kann man hier bei euch erleben? Gramsach ist ein Seendorf. Also wir haben hier 7 Seen um Gramsach herum. Ein Teil davon kann man zu Fuß erreichen. Also wunderschöne Badeseen, wo wirklich viele Menschen dann auch von nah und fern kommen, die den Platz genießen wollen. Und es ist einfach eine Wandergegend, Skigegend. Im Winter kann man hier super Skifahren oder andere Wintersportarten ausleben und austoben. Der Platz hier ist auch sehr geeignet für Familien, weil es kommt hier auch kein Auto drauf. Hier können sich die Kinder austoben. Hier ist eine große Wiese, ein Park. Und wir sind mitten im Dorf. Also da, wo früher die Kirche hingekommen wäre, da steht das Claudia-Schlössl, weil das hat der Erbauer damals vor 500 Jahren hier hergestellt. Der wurde dann von der Claudia von Medici in den Adelstand erhoben. Und dann hat er das Haus Claudia-Schlössl genannt. Und um dieses Haus herum, um das ganze Areal herum, hat sich dann nachher die Ortschaft entwickelt. Also da, wo normalerweise die Kirche steht, die ist an den Rand gewandert. Wir haben 2 Kirchen, die sind beide am Ortsrand. Und Gramsach ist ein Dorf und gleichzeitig ist es sehr weitflächig und einfach total schön auch zum Durchspazieren und zum Schauen. Und es ist hier also, du findest hier so viele Dinge zum Wandern und zum Erleben und Wildwasserfahren. Hier gibt es die Aache, da kann man Kajak fahren. Es gibt den Sport-Ossi, der ganz tolle Sportarten, so Abenteuersportarten anbietet. Also es ist, wow, ist einfach Traum. Und selbst wenn du nur hier am Grundstück bleibst und sagst, ich will einfach mal hier bleiben, es wird nicht langweilig. Wir haben einen großen Grill und wir haben den großen Garten und die Terrasse. Also ja. Ja, und vor allem natürlich jetzt in der Zeit, wir bieten das natürlich auch Menschen an, die vielleicht woanders nicht unbedingt eine Unterkunft brauchen, finden, wo es schwierig wird. Und da haben wir natürlich ganz besonders viel Aufmerksamkeit drauf, dass für euch speziell der Platz dann auch da ist. Super. Ganz, ganz lieben Dank. Und ich drücke ganz doll die Daumen. Ich glaube, du wirst überrannt. Schauen wir mal. Vielen, vielen also lieben Dank. Willkommen auf jeden Fall für jeden und wir geben unser Bestes. Dankeschön. Hey, danke. Tschüss. Tschüss.